Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Lego-Set für euch mitgebracht, und zwar aus 2018 die Lego City 60180, den Monster Truck. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob man mit diesem Set eine gute Stuntshow veranstalten kann. Und das werden wir auf jeden Fall zusammen rausfinden. Die Designer haben sich hier wirklich ausgetobt, die Verpackung gefällt mir sehr gut. Und wir sehen auch schon, das Ganze soll eine voll funktionsfähige Federung haben. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Set selber gebraucht gekauft und habe dafür 10 Euro bezahlt. Und wir haben hier nochmal die Anleitung dazu. Die hat natürlich ein paar kleine Beschädigungen, das ist ja aber auch nicht schlimm bei einer gebrauchten Anleitung. Ansonsten ist die Anleitung klammergebunden. Die Darstellung ist hochwertig, genauso wie das Papier. Es wird, wie wir das gewohnt sind, nichts ausgegraut, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt. Und wir haben insgesamt 72 Seiten, auf denen sich Bauschritte befinden. Und hier haben wir nochmal die Teileliste. Ihr könnt euch wie immer das Video gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und hier haben wir auch schon den Monster Truck. Zum Aussehen muss ich sagen, es sieht für einen Lego City Monster Truck wirklich gut aus und ist auch dafür detailreich genug. Die großen Räder gefallen mir auf jeden Fall und die viele Bodenfreiheit, wie es sich für einen Monster Truck gehört. Cool finde ich's, diese karierte Flagge hier hinten ist gebaut. Das ist kein Aufkleber. Sonst haben wir aber leider drei Aufkleber auf dem Fahrzeug. Diese zwei Crusher-Schriftzüge und den Aufkleber auf der Motorhaube, der löst sich leider auch schon langsam ab. Und wie gesagt, das Set ist von 2018 und damit erst 4 Jahre alt. So viel zum Thema, Sticker halten ja auch ewig. Aber sonst hat er von außen alles, was es für einen Monster Truck braucht. Mich stört ein bisschen, dass das Gummiband von der Federung in weiß ist. Das passt nicht so hundertprozentig ins Bild. Und ärgerlich ist es natürlich, dass man die Farbkodierung aus dem Bau am Ende noch sieht. Wenn man schon Farbkodierung in so einem Set haben muss, dann sollte sie wenigstens am Ende nicht mehr sichtbar sein. Dann können wir bei dem Truck das Dach abnehmen. Und im Innenraum sehen wir, da wurde schon wirklich viel weggespart. Wir haben keinen Sitz mehr, sondern nur diesen Werkzeugkasten und dann noch ein Lenkrad. Ja, das war's. Ist natürlich schon sehr leer und wirklich nur das Allernötigste. Hier hätte man sich schon noch ein bisschen was anderes mit einfallen lassen können. Ansonsten haben wir noch die Rampe dazu und die sieht nach einer riesigen Sparmaßnahme aus. Sie ist wirklich winzig, viel zu leicht, um einfach drüber zu fahren. Ich kann euch das mal zeigen, also man schiebt die weg. Und man sollte doch sehr gut zielen, um die Rampe überhaupt zu treffen. Und dann haben wir dazu noch die brennenden Fässer. Als Goodie und Deko sind die natürlich cool zum Spielen, sind nichts Besonderes, aber schön, dass sie dabei sind. Ein kleiner Funfact nur, die Fässer sind plus Flamme, einfach höher als die Rampe. Naja, da wird die Show wohl etwas schief gehen. Aber sowas kommt halt raus, wenn man bei so einer Rampe, die eigentlich auch mal massiv aussehen sollte, so sehr spart. Aber was ich ja eigentlich an Lego-Sets liebe, ist es, dass die Sets auch nach Jahren noch super sind und so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Leider haben wir ein Problem, was aber dazu führt, dass wir hier die Ausnahme von der Regel haben. Und zwar geht die Federung nicht mehr. Das Ganze ist ja mit dem Gummiband gemacht worden. Und wenn ich jetzt hier einfach mal eindrücke, dann bleibt er eingefedert, hinten genau dasselbe. Und wenn man ihn gleichzeitig auf beiden Seiten einfedert, bleibt er auch eingefedert. Und das sollte eigentlich wieder hochschnappen. Und das ist das Problem, wenn man das Ganze mit einem Gummiband baut und nicht mit anderen Federn oder anderen Techniken. Man kann sich dieses Gummiband natürlich nochmal neu bestellen und tauschen, sind aber nochmal extra Kosten. Und mal ganz ehrlich, das Set ist wie gesagt von 2018. Also da sollte eigentlich so etwas noch perfekt funktionieren. Das ist wirklich schade. Ich meine, das kriegen viel ältere Lego-Sets mit anderen Techniken doch auch hin, dass das Ganze noch funktioniert. Und dann haben wir dazu noch die Minifigur. Die ist jetzt nichts super Besonderes, aber mir gefallen die Farben und der Aufdruck. Die Beine sind bedruckt, die Brust ist bedruckt und auch der Rücken ist bedruckt. Wir haben einen blauen Standardhelm und leider kein Wendegesicht. Aber ich finde, der Blick passt auf jeden Fall sehr gut zu einem Fahrer von einem Monster Truck. Und jetzt möchte ich nur noch mal kurz den Werbetext von Lego dazu durchlesen. Und zwar, werde eine Legende und trotze mit deinem bunten Lego City Monster Truck mit massiven Rädern, ja, Lufthutze, ja, und funktionierender Federung, leider nicht mehr, plus einer baubaren Rampe, naja, das Mindeste, und zwei Feuerbehältern der Schwerkraft. Und daran seht ihr schon, die Federung ist eigentlich das einzige Spielfeature dieses Sets, denn die Rampe und alles andere macht ohne Federung natürlich nur halb so viel Spaß. Auch wenn ich bezweifeln würde, dass diese Mini-Rampe so schon sonderlich super viel Spaß macht, da müsste man schon noch ein bisschen was selber bauen. Beschrieben wird sie aber, die Rampe ist über 9 cm breit, natürlich wenn man die Plate länger wählt, als sie sein müsste, 6 cm tief, dasselbe, wenn man sie länger wählt, als sie sein müsste, und
2 cm hoch. Also ich hätte die Maße nicht unbedingt hingeschrieben. Damals hat das Set 20 Euro gekostet und heute sind wir dabei fast 30 Euro. Wenn man gut gebraucht dazukommt, wie jetzt ich zum Beispiel, oder man es mal zufällig für einen guten Preis auf dem Flohmarkt oder den einschlägigen Online-Plattformen sieht, dann habt ihr schon Spaß damit, wenn ihr mal die Gummis von der Federung tauscht. Trotzdem ist es natürlich sehr schade, dass dieses Tauschen überhaupt nötig ist. Und wenn ihr diese Gummis von Lego bestellen wollt, dann bestellt am besten gleich noch ein paar braune Steinchen für die Rampe mit. Aber wenn ihr es nicht für einen guten Preis auf dem Flohmarkt oder online bekommt, dann ist das Set auf jeden Fall heutzutage viel zu teuer. Man kann damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Es ist nicht alles schlecht an dem Set, auch der Bau hat Spaß gemacht. Er war natürlich kinderleicht, aber so sollte das bei City auch sein. Es gab dort keine Fehler und die Steinequalität sonst ist auch noch hervorragend. Und das ist ja genau das, was ich meine. Diese Steine überaltern nicht so schnell. Also wie gesagt, wenn ihr mal günstig dazukommt, kann man das mitnehmen. Ihr oder eure Kinder werdet daran Spaß haben. Aber kommt nicht auf die Idee, das für die 30 Euro zu bezahlen, die jetzt manche Händler wollen. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, dann schreibt gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.